Mein Name ist Olaf Kahl, ich bin Biologe. Ich arbeite seit mehreren Jahrzehnten an Zecken. Denn ein Zeckenstich per se ist nicht gefährlich. Was den Zeckenstich unangenehm oder auch gefährlich machen kann, sind die Krankheitserreger, die die Zecke übertragen kann. Und da ist zum einen die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME zu nennen und auch die Lyme-Borreliose. Die FSME ist eine virale Erkrankung und die Lyme-Borreliose ist eine bakterielle Übertragung. Und deshalb kann man bei der Lyme-Borreliose, wenn sie einmal ausgebrochen ist, mit Antibiotika die Sache behandeln und normalerweise gut in den Griff bekommen. Das klappt bei einer Virusinfektion nicht. Hier ist als Vorbeugung hauptsächlich eine Impfung zu nennen, die uns schützen kann. Je häufiger man sich in der Natur aufhält, desto eher würde ich empfehlen, ernsthaft über eine Impfung nachzudenken. Wenn man sich auf breiten Waldwegen aufhält und nicht ins Unterholz geht, dann ist das Risiko, von einer Zecke befallen zu werden, minimal. Sich über die Kleidung zu schützen, ist für Otto-Normalverbraucher sehr schwierig. Die Mundwerkzeuge der Zecken sind relativ groß und sie hinterlassen eine kleine, runde Wunde. Das ist ein Fingerzeig auf einen Zeckenstich. Solch ein Zeckenstich tut nicht weh. Die Zecke betäubt den einen Stich. Also ich muss es mit dem Auge finden, dann die Zecke so schnell wie möglich entfernen. Wie ist sekundär, ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir entfernen die Zecke. Man sollte sich nicht scheuen und denken, man macht jetzt alles falsch. Und ich bin eventuell, wenn ich die Zecke meinem Kind entferne und mache es falsch, dann bin ich dafür verantwortlich, dass sich mein Kind infiziert hat. Diese Angst sollte man nicht haben. Wichtig ist, dass die Zecke schnell entfernt wird. Damit kann man in vielen Fällen eine Infektion schon vermeiden. Beim FSME-Virus sieht es etwas anders aus. Umso dringlicher wird bei Leuten, die vielleicht mehrfach von Zecken gestochen werden oder sich in solchen Risikogebieten aufhalten, sich zu überlegen, ob man sich nicht vorbeugend impfen lässt. Es ist ganz normal, dass die Reste eines Zeckenstichs noch 2-3 Wochen sichtbar sind. Alarmierend wird die Sache, wenn die Fläche zunimmt. Wenn das größer wird als ein 2-Euro-Stück, dann würde ich raten, dringend zum Hautarzt zu gehen.